Irgendwann spürt man es ganz deutlich. Die Abende werden viel länger und heller. Das ist die Zeit des Neuanfangs um Maria Lichtmeß. Heimatpfleger Volker Kleinfeld aus Giebelstadt weiß, welche Bedeutung diese Tage haben. Bis 1912 war das gesetzlicher Feiertag im Königreich Bayern. Das hatte direkt mit dem zunehmenden Licht zu tun. Denn im Februar beginnt der Vorfrühling und für die Bauern ist der Winter vorbei. Die Feldarbeit beginnt wieder. Im 19. Jahrhundert, da spielte das Fest natürlich vor allen Dingen in dem Bauernkalender eine wichtige Rolle. Der 2. Februar war damals der Tag, wo die Knechte und Mägde den Jahreslohn bekommen haben. Sie konnten dann ihren Arbeitsvertrag mit den Bauern wieder verlängern oder sich an eine neue Stelle suchen. Und dafür hatten sie 3 Tage Zeit. Das war also praktisch auch der Urlaub, der Jahresurlaub. Erst wenn die Tage deutlich länger werden, räumen die Menschen mancherorts die Lichter der Weihnachtszeit weg und den Christbaum ab. Gertrud Himmel macht das in der Kirche von Mädelhofen. Räumen an Lichtmess weg, ja, weil es ja früher schon immer so war. Ne? Gelöscht wurden in diesen Tagen Anfang Februar auch die Kerzen der Rehstuben, in denen sich die Leute auf dem Land während der dunklen Zeit trafen. Da sind die Leute gekommen und haben sie Apfelmost mitgebracht und Gebäck oder was oder Brotzeit und haben sich dann unterhalten. Ne? Da waren wenige Männer dabei, es waren meistens Frauen. Die Männer waren dann für sich. Ne? Ja, weil die Männer haben ja immer andere Themen. Ne? In den Kirchen wurden dann die neuen Kerzen entzündet und Gläubige im Namen des heiligen Blasius gesegnet. Das scheint auch heute Menschen anzusprechen. Der Brauch der Lichterprozession zu Beginn des Februar lebt jedenfalls wieder auf. Mir ist jetzt gerade in diesem Jahr ist mir bekannt geworden, dass also in Gelchsheim eine Lichterprozession stattgefunden hat. Allerdings von dem dortigen Diakon zum ersten Mal durchgeführt worden ist. Also es scheint so, dass diese Tradition der Lichterprozession wieder vielleicht in dem einen oder anderen Ort aufgenommen wird. Der Lichtmesstag hatte also zu manchen Zeiten eine große Bedeutung. Einst wurde er übrigens am 14. Februar gefeiert. Heute ist das der Valentinstag, der Tag der Liebe. Und der passt ja auch ganz gut in die Zeit des zunehmenden Lichts und der wachsenden Lebensfreude.